Willkommen, meine Damen und Herren, zum aktuellen CSGO Overwatch. Schaut mal hier. Was passiert denn hier gerade, mein Sohn? Es fängt jetzt gerade ganz frisch an, das Overwatch, und ich sehe einfach, oder ich muss sehen, wie er einfach das Kalb, Kalf heißt Kalb, oder? Einfach anschießt. Es ist wirklich eine Lächerlichkeit. Guckt, Gottes Willen, was ein Barstuhl. Ich hoffe, das hat eine, er hat dafür eine Begründung, der kleine Zachary. Jetzt kann ich natürlich überhaupt gar nicht, also daraus kann ich nicht arg viel schließen. Warte mal, ich guck mal kurz auf die Stedarinos. Wie sieht's bei ihm aus? Okay, Kalf ist hier über ihm. Keine Ahnung. Wenn er jetzt Erster gewesen wäre mit 8 Milliarden Punkten Vorsprung und Kalf der Letzte ist, dann hätte ich daraus geschlossen, dass er halt sauer auf ihn ist, dass er nicht viel macht und ihn deswegen angeschossen hat. Und das ist natürlich Griefing vom Allerfeinsten. Das müsste dann den Perma-Rape eigentlich für ihn geben. Aber so kann man nicht viel herauslesen. Was macht er jetzt in der Smoke? Das ist Zack. Aha. Er hat schon so ein bisschen, also er hat, ja, das Fadenkreuz war schon ganz gut drauf, aber ich will nichts sagen, alles in Ordnung, Zufall, beziehungsweise eben läuft bei ihm. Sie, ich weiß nicht, ob sie eine Taktik gefahren haben, dass sie auf Mitte Action machen, damit er dann planten kann, aber es ist eh nur noch ein CT, die zerreißen die gerade ziemlich hart. Warum hat denn er nur eine Pistol, aber der Rest Waffen? Oder war das jetzt gerade wirklich ein extrem eleganter Pistol-Durchzug, der die letzte Runde bei T. Es scheint so, als könnte er minimal durch die Wand gucken. Was meint ihr? Das gerade eben, er hat wirklich sehr, sehr genau gewusst, wie und wo er da unten steht. Und schon pre-geaimt. Und auch diese Schüsse oder dieser Schuss war... Also er wusste halt genau, dass sie oben kommen und nicht von unten. Also wenn ich in so einer Situation bin oder in der Situation bin, habe ich immer Schiss, dass unten, also auf Mitte einer auch durchrennt und mich dann zerfistet, also mir in den Bauch schießt. Er geht auch hier sehr bestimmt nach vorne, also... Ja, ich denke, wir wissen ja schon Bescheid. Er hat auf jeden Fall, wow, er hat auf jeden Fall einen Wallhack am Start oder eben einen Vision Assist. Aber möglicherweise auch einen Aim Assist. Der Headshot gerade eben da durch die Wand. Gut, dafür müssen wir erstmal noch ein bisschen weiter schauen, wie er denn so, wow, wie er denn so mit seinem Aiming noch on point ist. Also er zuckelt so ein bisschen auf die Gegner drauf. Gerade eben jetzt der letzte Schuss wirkte zumindest so. Aber wir müssen erstmal gucken, wie er sonst so drauf ist. Wenn er sonst ein totaler Kacklappen ist, er trifft noch nicht mal dieses Teil, das bewegt sich noch nicht mal, dann kann man schon sagen, gut, da ist eher ein Aimer im Spiel oder eben auch nicht, wenn er sonst ganz gut sein Crosshair-Placement hat und sowas. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen drauf achten. Er wird jetzt leicht geblockt hier von dem Mate. Okay. Die Musik müsste man jetzt ganz gut hören. Ich bin jetzt auf 38% gegangen, nur dass ihr das wisst. Ich habe damals angefangen mit 25% Lautstärke. Jetzt sind wir auf 38%. Ich glaube, so hört man das sehr gut. Also vor allem eben die lauten Lieder, die lauten Teile des, dieses einstündigen Tracks, dieser Track-Sammlung. Oh. Ja, also ich denke, am Vision Assist, da wird überhaupt keiner mehr von euch dran rütteln. Ich auch nicht. Beim Aim bin ich mir wirklich nicht wirklich so, nicht wirklich, wirklich so sicher. Denn er spielt ja schon irgendwie mittelprächtig. Aber mit einem Wallhack kann man halt auch... also mit einem Wallhack sollte man nicht schlechter als mittelprächtig spielen. Dann wäre man wirklich ein richtiger Kacklappen. Wenn man trotz Wallhack dann irgendwie noch so ein hardcore schlechtes Crosshair-Placement hat oder hätte. Ja, es ist jetzt auch nicht das aller super duper beste Crosshair-Placement, das ich jetzt jemals gesehen habe. Aber ultra schlecht ist es auch nicht. Manchmal ist er doch etwas tief, aber das ist ja jeder mal so ein bisschen. Aber er macht jetzt auch keinen Hehl mehr drum. Er zeigt den Waller auf jeden Fall komplett. Er möchte gebannt werden. Wie sieht es aus mit deinem Aim Assist, du kleiner Furz? Wo ist denn der Gegner überhaupt? Guck mal, der steht da. Steht da auf. Der steht unten. Ist da drin. Okay, ich dachte kurz im Tunnel. Ja, steht einfach hier im Jungle drin und chillt. Also, ich denke, sie haben innerlich aufgegeben. Der Suspect ist jetzt auch ganz oben. Wegen dem Grief bin ich mir leider viel zu unsicher. Ich weiß nicht, was vorgefallen ist, wie sie. Ja. Ich habe dafür zu wenig gesehen. Natürlich könnte man jetzt auch im Nachhinein sagen, gut, der hat jetzt nicht viel mit Kalf gemacht. Die haben nicht rumgehampt oder rumgezappelt, dass man davon ausgehen könnte, das sind vielleicht Mates. Aber ja, dieser Wallhack, und ich glaube, eben hat er schon wieder gewackelt. Habt ihr das gemerkt? Der letzte Schuss ging so schräg nach unten. Der Wallhack wird ihn eh reinreißen. Also er ist auf jeden Fall gebannt, ganz, ganz sicher. Es wird wahrscheinlich kein... gut, vielleicht wird es einen Tag dauern. Ich habe die Zeit leider vergessen. Ich glaube, es geht sogar innerhalb von wenigen Stunden. Oder es wurden schon Tests unternommen. Und da ging es innerhalb von wenigen Stunden, ging da der Bann durch. Aber ich sage jetzt mal, er ist nicht länger wie einen Tag noch aktiv am Schisseln. Wahnsinn, krass. Wie kann man nur so übertreiben? Ich meine, das ist ja wirklich alles, was geht. Und habt ihr es eben gesehen? Schon wieder. Er ist auf dem Kopf
so zack drauf und, dann ist, und geht dann wieder ans Fenster, grundlos. Also er, klar, er merkt, oh, ich kann ihn nicht durch dieses Stück kann ich ihn nicht töten. Aber er war schon wieder so zuckelig auf dem Kopf. Als hätte er da noch auf eine Taste getriggert und damit etwas getriggert. Ein Aim Assist. So, blub. Mit einem kleinen Zusatz. Ja, also ich denke, da ist wahrscheinlich auch noch ein Aim Assist mit dabei. Aber zu 100% sicher bin ich mir noch nicht. Lass mal gucken, wie er den da unten klatscht. Er weiß ja schon, dass er da ist. Wow. Hat er gerade... Oben Mitte war noch einer gestanden, ne? Aber mit war noch ein Tier gestanden. Tja, Monsieur Suspect. Wie sieht es beim restlichen Team aus? Also beim Gegnerteam vor allem. 2017. Er hat scheinbar erst zur Hälfte angeschaltet. So fühlt es sich zumindest auch von seinen Stats her an. Ich meine, das sind jetzt keine Überstats. Wenn er von Runde 1 an schon gecheatet hätte, so hart zumindest, dann hätte er, denke ich, bessere Stats. Ne, wenn man bedenkt, wie viele Runden sie schon gespielt haben, da wäre er wahrscheinlich etwas weiter. Ja, ich habe jetzt eben mal geschaut, wie es eben bei den Gegnern so aussieht. Der erste von den Gegnern könnte natürlich diese Stats schon erreicht haben, weil er am Anfang gut war. Das habe ich jetzt aber nicht gecheckt vorhin. Möglicherweise ist aber auch einer von den Gegnern nicht so ganz Kalin. Wir haben ja wieder eine nette Sache, weil das zeigt uns halt dann immer wieder, wie gut Trust... Wow, warum hat es gerade so gerugelt? Wie gut Trust die Leute zusammenfärcht. Also wir hatten ja schon richtige Cheater-Games, wo wir 2 bis 3 Cheater pro Team hatten. Natürlich ist es sehr, sehr bitter für die 3, 4 anderen Legit-Spieler, die da eben mitspielen müssen. Aber... Ja, lieber so wie eben ein Cheater in einem vollen Game und dann können sich die Cheater eben auf viele Spiele verteilen. Lieber so, dass. Lieber ein gut greifender Trust-Faktor als anders. So, Vision drücke ich ihm rein. Grief werde ich ihm nicht reindrücken und bei Aim Assist bin ich mir. Also, ich bin mir doch schon sehr, sehr sicher, aber noch nicht zu 100% sicher. Für den Vision Assist wird er eben rausfliegen und das hat sich damit auch erledigt bei ihm. Sehr schön. Okay, alles klar. Dann hätten wir das auch wieder erledigt. Ein Cheater mehr gebannt. Wie gesagt, ich denke, in nicht mal einem Tag wird er weg sein. Ja. Nicer Dicer, super Scheißer. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Danke für die Daumen nach oben und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Abonnieren, favorisieren, ordnieren, kastrieren und so weiter und so fort. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Love is in the air. Ciao, ciao.